Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Eco, dem wunderschönen Spiel, wo im wunderschönen Hintergrund der Mond untergeht. Und natürlich mit dabei, man sieht ihn schon, man kennt ihn, man hört ihn, man riecht ihn. Futter. Hallöchen! Ich wollte eigentlich sagen, man liebt ihn, aber man hat dann, mir dann gesagt, fiel dir ein, das ist... Ja, ja, richtig. Man darf keine Lügen erzählen, ja. So, lieber Fuß, was haben wir heute vor? Ja, wir haben ja jetzt die letzten Tage viele Bäume gefällt und du hast deinen Bogen mit, ne? Falls du kannst dann auf dem Weg mal eben noch was töten oder so. Wir wollen mal ein bisschen die Insel erkunden und mal so ein paar Proben nehmen und so weiter. Weil hier hat irgendjemand was abgebaggert, aber es mir nicht mitgenommen. Weiß auch nicht, wer das gewesen sein könnte. Denn du hast Wasser rausgefunden, ne? Ich hab nichts heraus. Ich weiß von gar nichts. Was ist denn das überhaupt für ein roter Stein hier? Eisen. Das ist Eisen, genau. Nee, das ist Sandstein. Das ist er jetzt, oder? Weißt du, was das Schlimme ist? Es ist Sandstein. Es ist der richtige Stein. Also wir müssen Stein suchen, der so aussieht. Denn ich habe mich ein wenig irritiert gezeigt, warum wir einfach nichts finden. Und dann sagte mir die Eco-Wiki-Seite, das liegt daran, weil solche Sachen heute in einem anderen Stein sind. Und zwar nur noch im gewissen Biom. Also ich wollte nur mal einen Probeschlag machen. Ich lasse die Sachen auch hier liegen, weil ich kann sie ja eh nicht mitschleppen. Mal gucken, ob wir hier was finden. Weil Kohle und so weiter soll in Sandstein im Grasbiom sein. Wir sind ja in einem anderen Biom. Das heißt, wir können uns da ordentlich einen wegsuchen. Das war früher anders. Das ist halt das Schlimme, ich greife ja immer noch auf die früher Erfahrung zurück, nicht? Aber hat es nicht geheißen, wir müssen Kalkstein verarbeiten, um Eisen herzustellen? Nee. Du findest das in diesen Schichten. Also wir brauchen eigentlich ein anderes Eisen Biom. Was anderes? Ja. Achso, okay. Ja, ja. Okay. Und deswegen wollten wir einfach mal so ein bisschen auf Tour gehen. Wir können jetzt in Bereiche vorstoßen, wo wir noch nie waren, uns an Blättern aufhängen. Ich trau mich. Aber hier warst du schon mal. Das sieht ganz klar so aus, als wenn du hier schon mal gewesen bist. Naja, hier ist keine Tiervegetation mehr, hier war ich schon mal. Alles umgebringt. Im Zweifel finden wir was zu essen, das ist gut. Nicht schlecht, oder? Könnten wir einen Schiffsanleger hinbauen. Hier vielleicht so ein kleines Hotel. Ich habe da zum Beispiel jetzt einen gesehen, der hat ein berühmtes Berliner Rathaus nachgebaut. In Eco? Ja. Wow. Absolut, also das sah richtig gut aus. Das ist alles noch dieses komische Biom hier. Und da hinten fängt Grasland an. Hier, das dürfte Grasland sein. Ja, ich bin weitergelaufen. Einfach am Strand entlang. Achso. Ich muss hier noch ein bisschen meinen Sammelskill skillen. Das ist aber auch schön geworden hier. Ist der denn schon wieder? Er macht nichts mit einem zusammen. Immer seine eigene Nummer, weißt du? Ganz schlimm. Ja, wo bist du denn? Na, hier oben. Was ist das denn? Basalt. Ach, Basalt ist ja noch schlimmer. Das ist ja... Hey, wo oben? Hier, hinter dir, 3 Uhr. Ach, da. Ich hab mal einen Probebiss gemacht, weißt du? Was ist denn das hier für ein Biom? Wo sind wir denn gerade? Weiß nicht, auf jeden Fall da ist dieses scheiß Gestrüppzeug. Ewig brauchst du doch zu kommen. Ja, da musst du durch. So, also Grasland. Ah ja, absolut richtig. Also. Das hier unten ist Grasland und das, wo wir jetzt gerade schon standen, war schon wieder ein anderes Biom. Ah,
Hier durch. Das soll Grasland sein. Ich kann ja mal die auflassen. Also wir laufen gerade sozusagen auf Grasland. So. Hier hast du auch diesen Sandstein wieder, ne? Sandstein soll ein ganz gutes Zeichen sein. Kommen wir hier hoch. So, das ist alles Grasland. Hier sind die Bisonse. Und hier hätten wir angeblich eine gute Chance. Aber hier ist natürlich scheiße, weil wie sollen wir das denn wegtransportieren? Das ist ja viel zu weit weg hier. Aber vielleicht finden wir ja, wenn wir hier mal durchstreuen, ein bisschen Kohle oder so, oder? Kohle. Jetzt habe ich hier diese ganze Map auf. Die sich übrigens nicht mitbewegt, das ist nicht so schlau. Weil rein von den Bäumen her ist das hier doch eher das andere Biom. Das ist eher unser Biom, oder? Was haben wir denn da hinten für eine komische Geschichte? Was ist das denn? Das ist auch wieder Basalt. Nee, das ist Kalkstein. Was ist das da unten? Herr Gaming? Ja? Können wir hier mal einen ganz kurzen Cut machen? Natürlich. Super, ich bin gleich wieder da. So, kurze Unterbrechung, jetzt können wir weitermachen. Hast du schon was gefunden? Hast du hier was abgebaut? Ah, ich sehe schon, du hast ein kleines Löchlein gegraben. Ja, ich habe nur so ein bisschen. Und, irgendwas gesehen, gefunden, geiles? Nee. Nein. Also früher war das auch so, da war die Kohle teilweise und auch Erze, ne? Die waren an der Oberfläche, da brauchte sie gar nicht graben. Deswegen lass uns... Ja, ich weiß auch nicht. Aber wir sind doch hier im Fichtendickicht. Ficken unter dichten Ficken. Fichten. Ach, ich weiß doch auch nicht. So. Wir wollen ja die Gegend erkunden. Wenn wir was Schönes sehen, nehmen wir es mit, oder? Eben. Schau mal, wie wär's mit hier vorne? Hier ist doch ziemlich viel so Zeug. Vielleicht ist da was. Ja, lass mal hingehen. Genau. Was ist denn das? Das sieht so anders aus. Eisen. Eisen? Wo ist Eisen? Da, vor dir. Eisenerz. Juhu. Wow. Aha. Wie der Hase jetzt halt so schnell hochgekommen ist. Also Eisen ist das mit dem, wo hier so dunkel mit drin ist. Mhm. Heißt das hier noch? Müsste es glaube ich noch sein, ne? Ja, ich nehme es mit auf, bis ich meine 20 voll habe, wenn man den 20 davon schleppen kann. Und? Oh ja, schau mal, hier ist noch voll viel und da oben ist noch viel. Oh. Ich guck mal eben auf der Karte, wo wir sind. Au, Hilfe. Au, steck fest. Kannst dir eine Markierung setzen? Wie ging denn das nach Wegpunkte, ne, war das? Genau. Na, ein bisschen ist es ein bisschen fremdlich, also ich fand es ein bisschen fremdlich, aber... Titel Eisenerz. Gut, dann müssen wir, du weißt, wie das ist, ne? Dann müssen wir, Oh nein, ich habe mit 20 erreicht. Ja, schau mal, es ist doch gar nicht so weit weg. Das ist ja gleich da hinten. Ja, ne? Kann von hier aus der Blaubeeren da aussehen. Nur der Anführer kann globale Wegpunkte. Ich bin der Anführer! Ich bin doch Führer. So. Haben wir? Wo müssen wir denn noch was aufsammeln? Hier oben liegt bei mir noch was. Da liegt noch was rum, genau. Da und da. Ist doch eine schöne Aussicht, oder? Das könnte man ja fast mal als Thumbnail benutzen. Ich hätte noch Platz für 12. Siehst du noch was?
hier unten ist auf jeden Fall noch was. Hier oben. Ah. Hier unten noch was gefunden. Hier ist noch was. Ich hoffe, ich komme hier wieder raus. Moment, da ist gerade was runtergefallen. Na, hier oben liegt auch. Warte, hier. Das müsste ja auch noch Essen sein. Wenn du das hier oben noch tragen kannst. So, ich bin bei 16. Hier oben liegen noch genau 4 Stück. Wo ist hier oben? Sekunde, du bist da irgendwo gelandet. Wir sind da wieder hingehüppelt. Du machst das dem Hasen nach, kann das sein? Ja. So. Sehr schön. Dann haben wir jetzt 40 Erz, ja? Genau, das reicht wahrscheinlich genau für eine Schaufel. Ja, eine kleine aber nur. Ja. Ist hier kocht das Wasser hier? Ja, Magma oder so. Keine ich frage. Keine Ahnung. Achso, ja, da kann ich ja doch schwimmen. Ja, sicher. Mit meinen 20 Eisensteinen. Losen lassen. Das ist ja wohl eine Kleinigkeit, oder? Sag mal, ist an dem Fluss auch die Reuse? Nee, die Reuse ist da vorne. Also die ist weiter vorne. Die ist woanders. Okay. Na, du siehst die Wegmarkierung ja nicht, weil die ja nur der Anführer setzen kann. Ja, richtig. Und du bist es nicht, ich bin es nicht. Da frage ich mich, wer ist es? Nein? Wir wandern von einem Ort zum anderen. Müssen wir jetzt wieder durch den Tümpel hier durch, oder was? Mhm. Wo hast du denn den Reus niedergelassen? Immer noch nicht hier. Da hinten irgendwo. Ist doch so weit gelatscht. Also wir kommen hier nicht vorbei an dem. An der Reus. Abenteuerlich. Ja, guck mal, das sieht doch so aus, als wenn wir das hergestellt hätten, oder? Guck mal, schön. Ja, haben wir denn schon einen Brennofen? Nein, aber du weißt, was das bedeutet, oder? Ist dir das im vollen Umfang bewusst? Dass wir diese Straße hier bis zu dem Erzlager da hinten ausbauen müssen? Ne, wer sagt, dass da jetzt noch Ärzte drin sind? Wahrscheinlich war es das Einzige. Nein. Ich schmeiß das mal hier rein. Stockpeil hinten rechts habe ich es mal reingetan. Wo auch irgendjemand irgendwelche, weiß ich nicht, Kakaobausamen reinbaut, ich weiß auch nicht. Ja, Menschen, immer diese Unordnung hier. Schrecklich. Na gut, dann haben wir ja auf jeden Fall eine schöne Stein, Ablagefläche, um deine Frage dann von der letzten Mal auch zu beantworten. Wir können dann wegen mir auf der jetzigen Ebene auch in die Breite gehen. Hier unten. Ja. Hier. Okay. Können wir dann, aber das müssen wir ja nicht mehr machen heute. Nee. Wollen wir nochmal erkunden gehen? Können wir. Aber wollen wir nochmal zurück zu dem Eisen? Ja, du wolltest mir aber vorher noch die Reuse zeigen, komm. Damit ich die auch finde. Achso. Okay, kommen Sie mit. In diesem Fichtendickicht verliere ich dich. Wo bist du denn? Hallo? Wo bist du? Ach, da. Ich sehe hier rein gar nichts. Ja, eben. Aber ich kann looten, das ist schon gut. Muss man hier hoch? Ja. Und dann? Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ah, hier ist ein Fluss. Genau. Dann den bist du hochgeschwommen. Ja. Genau. So ein schöner See. Und dann nehme ich hier runter. Die, und hier. Ah, da ist die Reuse. Guck mal, was da alles Leckeres drin ist. Ja, ne? Schön. Oh, meine Nase juckt. Gibt's doch nicht. Wie kommt man hier wieder raus, Mama? Hier dampft es übrigens auch, ne? Ja, du, keine Ahnung. Siehst du eigentlich das Eisenerz oder ist das eine Markierung, die nur ich sehe? Ne, ich habe auch eine Markierung gesetzt, also ich sehe es. Ich habe meine eigene Markierung gesetzt. Ach so, ja, das ist. Er braucht wieder seine eigene Markierung. Ne, er ist mit meinen nicht einverstanden, weißt du, es ist halt so.
Nee, nee, das ist... Was habe ich denn da? Roter Gitterlingsporen habe ich gerade gefunden. Toll. Wir müssen das alles abholzen, ist dir klar. Hey, hier ist Eisen. Ich sag doch, das ist an der Luft. Und wir graben und graben uns da runter, ne? Gut, aber das haben wir ja, das hat ja einen Grund, weißt du? Das muss man ja auch mal so sehen. Das ist ja nicht nur pure Blödheit, sondern das ist ja vor allem auch, weißt du? Ja. Ja, schauen wir jetzt hier aus Gründen, ne? Sind wir da runter, um Eisen zu finden, um ein bisschen weiterzukommen. Also ich habe noch Platz für einen. Ah, ich habe keinen Platz mehr. Gehen wir wieder zurück. Ah, jetzt wieder zurück. Ah, hier war noch was gelegen. Falls du noch einen Platz hast. Nee, ich hab schon 20, also. Achso. Das müssen wir alles abholzen hier. Kommen wir hier weiter? Ist das ein guter Weg oder nicht? Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall Wasser. Ist aber sehr hochgelegenes Wasser, ne? Und mir ist ein Fisch entgegen. Und der Dampf ist Wasser. Gab's da nicht mal so einen Vulkanfilm mit Pierce Brosnan? Wo zwei Jugendliche oder junge Erwachsene, die ein bisschen Ü-Ü-Ü machen wollten, in so eine glühend heiße Quelle gesprungen sind? Twin Peaks oder so ähnlich? War ja auch nur eine Frage. Wer das kennt, kann es ja mal unten in die Videobeschreibung schreiben. Also dann in den Kommentaren. Ich kenne es von einem anderen Film. Ja, wie heißt denn jetzt nochmal? Das Grauen der Jungfrau? Wie heißt das? Hat einen englischen Namen auf jeden Fall. So englischer Name, Horrorfilm. Ich glaube, da gibt es 8 Teile oder so von. Das I don't know. So mit Incest-Killern und so zu tun, mit lauter Incest-Leuten. Oh, wie heißt das? Ist das eine bayerische Produktion oder was? kann ja sein, weißt du, ich frage ja. Ich frage für einen Freund. Nö. Es ist schon wieder ein Baum da. Es ist widerlich, wie hartnäckig diese Scheißbäume sind, wa? Ich tu mal schnell meine Spitzhacke reparieren. So. Was hat denn die Samenbank so zu bieten? Ah, ich weiß nicht, ich komme nicht drauf, wie der Film heißt. Ja, mit Inzucht kenne ich mich jetzt auch nicht aus, da bin ich raus. Sag mal, wer ist denn die Schlampe, die hier alles falsch einsortiert? Unglaublich, unglaublich. Ich hab leider kein Handy-Akku mehr, sonst würde ich jetzt nebenbei kurz googeln. Nein. Machen wir nicht. Im Spiel wird nicht gegoogelt. Das würden wir nie tun. Ich will das aber wissen. Das nervt mich jetzt. Ach, alles halb so wild. Guck mal, wir haben Eisen. Ich habe ein bisschen Angst, wenn wir jetzt mit dem Eisenschmelzen anfangen. Wie ging denn das nochmal? Wo musste denn die Eisenschmelze eigentlich hergestellt werden? Weißt du das? An der Werkbank? Irgendwo habe ich es auf jeden Fall schon gelesen. Der Eisenofen. Ich frage mich nicht wo. Was ist denn eine Verteilungsstation? Eine Halde zum Verteilen von Gegenständen an neue Spieler ermöglicht die Wahl eines bestimmten Satzes von Gegenständen, die jeder neue Spieler nehmen kann. Ach krass. Schneidertisch ist klar, damit können wir ein paar Sachen machen. Latrine ist auch klar, dann können wir eigentlich kacken gehen. Den Metzgertisch, aber da kümmerst du dich ja drum, da habe ich ja nichts mehr zu tun. Das ist Reparatur. So. Und was haben wir denn noch? Grundstückswerkzeug, Lagerfeuer.
Reparaturstation, Steinmetztisch. Truhen. Da können wir Steine verarbeiten. Und das machen wir hier oben. Einziges Lager, Zimmermannstisch, Landwirtschaftstisch. Haben wir auch nichts mit zu tun. Fertigkeiten, grundlegende Technik, die haben wir ja, ne? Genau. Maurerarbeiten, das könnte für uns mal irgendwann relevant werden. Mechanik. Muss ich glaube ich nochmal hin. Metzger, Papier, Schmelzen. Ah, ja, 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 ja. Wir brauchen 40. Haben wir zufällig. Wir brauchen 20 von denen und 20 von denen. Können wir die noch in Auftrag geben? Das wäre Stein. Stein haben wir, glaube ich, mehr als gut. Will ich jetzt mal so behaupten. Ah, du bist witzig. Mehr als genug. Also mehr als genug für 40 auf jeden Fall. Hier kann man auch den Brennofen machen. Siehst du, dafür brauchen wir 45 Steine. Ja, haben wir doch. Die und haben wir, ja. Ja, nee, alles gut. Und um den Backofen zu machen, brauchen wir 10 Eisenbarren. Ich habe den mal in Auftrag gegeben. Und dann gucken wir doch einfach mal in der nächsten Folge, was daraus geworden ist, wa? Sehr gerne. Super. Warte mal. Genau, dann wünschen wir euch jetzt einen angenehmen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt uns gewogen. Und wir sehen uns bei einer neuen Folge von Echo nächste Woche Montag oder zu einem der vielen anderen Let's Plays auf unserem Kanal. Oder Kanälen. Plural. Ne? Also, macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.